Servus Leute und willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, der Max ist mit dabei, so wie man da schon sieht. Servus. Und der Kai ist schon am Sehen, der gibt schon Vollgas. Der Kai macht kein Vorgewende, sehe ich da gerade. Zu. Wieso, auf dem Ende brauche ich auch noch kein Vorgewende, kann ich aufs andere Feld rüberfahren. Ja, genau, aufs Gegruberte. Max, mal wieder mein schön Gegrubertes weg. Fahre ich da sowieso später mit der Seemaschine rüber. Genau. Immer diese Ausreden da. Ein Wahnsinn. Da habe ich eine Scheibenecke drauf. Ja, passt die. Aber du musst nachher unten sowieso beim Zaun, weil sonst kommst du nicht. Ja, Zaun sowieso, da brauchst du irgendwie. Ja, Max, am besten ist du mal. Wieso fahren wir denn nicht in der Linie? Max, am besten dort da unten herunten das kleine Eck und oben vielleicht das kleine Eck nachher noch. Was ich überlasse. Was ist jetzt hier los? Warum fahrst du jetzt nur noch 1 km/h? Du willst ja, der Weg ganz unten sein. Ja, da halt wird mal einen. Der wird auf dem Steier eingestellt sein. Schätze ich einmal. Was also ist das schon mit Taste? J und K war das, glaube ich, hingehen. Na, du musst raus. Bist du nicht raus? Ja, ich bin schon. M und N oder so irgendwas. Das war, glaube ich, runtergestellt. Mal sehen. Da musst du schon mal rein, muss nochmal hoch senken, gell? Nochmal das Ganze. Du musst das reinziehen lassen, ja. In den Boden und dann nochmal drücken, dass er nicht so viel Spiel halt. Er macht halt bei dem Traktor ist nicht so wichtig. Beim Glas war das so extrem scheiße. Weil der so herumquackelt dann ist. Bei dem ist es eigentlich nicht so tragisch. Da geht's eigentlich trotzdem. Ah, der ist doch ganz anders. Da ist es nicht so tragisch. Nein, ich weiß nicht, wie schnell du fahrst, dann so um die 10, glaube ich, so 10, 13 herum. Bi mal Daumen fahren wir da beim Grubern. Immer. Ja, ich wusste schon. Weil ich schaue, vielleicht mache ich da oben gleich komplett fertig, weil da ist höchstens nur mal so ein kleiner Streifen. Obwohl ich. Na, ich glaube, das lasse ich dir. Muss ich so oft herumschieben, dann fahre ich gleich aufs nächste Feld. Da drüben das? Ja. Lässt du mir da ins Vorgewende drüben. Ja, du kannst doch auf das große Feld fahren, das obere Eck dort, weißt du. Wo du mit Rechts und so dumm gefahren bist. Ah, ja, ist klar. Ja, werden wir sehen. Und da lasse ich dir das Vorgewende auf jeden Fall. Auf dem Großen? Naja. Daher auf der Seite jetzt, wo wir jetzt gerade sind. Ach, hier das Stück, ja. Ist ja kein Ding. Ist ja nicht viel. Hast du den grob ausgeklappt, ja, ne? Echt, ja. War ja ausgeklappt. Wieso war der eine Streifen nicht? Du musst immer ein bisschen schneller schalten. Wenn du mit GPS fährst. Naja, ich kann mit vorwärts grundsätzlich. Es ist eh nicht so schlimm, weil man jetzt fast nur. Wir haben nur mehr direkt, da ist es nicht so tragisch. Die Amazon ist aber leider irgendwo drauf. Hat meiner, glaube ich, gerade ein Offset reingehauen. Das war Bild auf, Bild ab, oder? Kann sein. Keine Ahnung. Lars ist der GPS-Experte. Ja, meiner hat ein bisschen ein Offset. Von 10 cm Offset oder mal reingehört, keine Ahnung wieso auch einmal. Ist nicht so schlimm. So, raus mit dir. Ja, das ist dann. Ah, da geht dann schon was weiter. Mit der Seemaschine, du bist noch gar nicht, glaube ich, mit der Seemaschine gefahren, oder? Okay. Nee. Deutsch. Noch nicht mit der Seemaschine, noch nicht mit dem John Deere, noch nicht mit dem Grubber. Ja, das ist, weil du in letzter Zeit keine Zeit hast. Einfach. Ja. Du bist nie dabei. Nee. Ja, jetzt bin ich aber wieder in die letzten Parts, hat ziemlich viel dabei gewesen. Was hast du jetzt gerade? Hast du von der Arbeit zu viel zu tun oder einmal Arbeit und Stress halt wegen dem Auto und dies und das und jenes. Güllefahren ging jetzt ja wieder los. Und, ja. Das haben sie bei uns den ganzen Winter gemacht. Darfst du nicht? Jein. Da gibt es noch bei uns noch eine zusätzliche Regel wegen gefrorenem Boden. Und da wir teilweise keinen gefrorenen Boden gehabt haben, Mist gefahren hat er. Ja, Mist fahren darfst du das ganze Jahr über. Gülle darfst du nicht, ja. Gülle fahren hast du auf Grünland 2,5 Monate Sperrfrist und auf Ackerland 3 Monate. Ja, obwohl es eigentlich auch nur interessant ist, wenn kein gefrorener Boden, halt wenn ein gefrorener Boden ist, das nicht wegrinnen kann. Um das geht ja eigentlich, die Sperrfrist. Ja. Aber da wir diesen Winter, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Wir fahren im Frühjahr nur auf gefrorenem Boden. Okay. Weil wir sonst gar nicht auf die Flächen raufkommen.
Deswegen ist diese komplette Sperrfrist eigentlich sinnlos. Für euch jetzt sozusagen. Ja, weil wir sowieso auf dem gefrorenen Boden sind. Also weil ihr Moorsachen habt oder sowas. Ja. Und dann Moor und auch Klei, weil es da so rumschmiert, sonst die obere Schicht. Deswegen fahren aber wir doch. Fahrt ihr den mit Schleppschlauch oder fahrt ihr den mit Prallteiler? Prallverteiler. Okay. Weil wenn du mit Güllegruber wärst, ist ja sowieso wieder wurscht. Ja. Das verstehe ich auch nicht. Mehr Güllegruber darfst du dann auch nur in der Sperrfrist nicht machen, oder? Du darfst gar keine Gülle fahren in der Sperrfrist. Das ist so idiotisch. Aber beim Güllegruber arbeite ich sie direkt 5-6 cm in den Boden ein, halt. Ja, aber gut, was machst du im Winter? Was willst du im Winter mit dem Güllegruber machen? Ja, keine Ahnung, Gülle fahren. Hauptsache aus dem Feld daraus, ne? Naja, Hauptsache er ist weg. Im Endeffekt ist ober jetzt in der. Du darfst aber auch nicht auf ein, wo keine Frucht drauf ist, darfst du auch keine Gülle rauffahren normalerweise. Okay. Oder wo keine Frucht drauf kommt. Ja, aber da kommt jetzt sowieso überall das meiste Zeug, halt auf den meisten Feldern kommt was drauf. Toll. Oder es kommt halt ein, weiß nicht, was sonst noch gibt. Meistens kommt was drauf, würde ich jetzt sagen. Ja, aber nicht direkt halt. Du hast schon manchmal Brachland, obwohl Brachland heutzutage auch teilweise anders bewirtschaftet wird noch zusätzlich. Ja, vor allem die Öko-Betriebe haben es ja mehr mit dem Brachland. Weil bei uns wird Brachland jetzt schon, das wird immer häufiger, dass sie Energieweide draufstellen. Nein, Energieweide draufhauen. Das sind diese Bäume, die du häckselst, ne? Ja, im Endeffekt Weiden, die du häckselst nachher. Beziehungsweise, oder was du umhaust und dann mit dem Häcksler häckselst. Oder direkt mit dem, was auch geht, ist direkt mit dem Jaguar häckseln. Halt direkt mit den Feldhäckslern häckseln. Ja, habe ich schon ein paar Videos drüber gesehen. Das hauen seine Biogasanlagen und so, ne? Na, das sind Hackschnitzel. So. Hackschnitzel werden da draus gemacht. Oder Pellets oder sowas. Kommt halt drauf an, wie klein du es nachher machst. Aber Hackschnitzel kriegst du gleich raus. Das ist ja das Geniale bei dem Ding. Und das darf man dann machen und wird trotzdem als Brachland anerkannt. Das ist dann Brachland, ja. Das wird als Brachland geführt. Keine Ahnung, wieso ist das anerkennen oder nicht. In der Politik verstehst du das meiste sowieso nicht, weil die davon keine Ahnung haben eigentlich. Weil, also die haben schon Ahnung, aber. Weil das keine Feldfrucht ist oder so irgendwas. Du darfst zum Beispiel Graswürfel auf einem Brachland auch ansehen und bewirtschaften damit. Weil es keine Ackerfrucht ist. Weil es keine Ackerfrucht ist. Keine Feldfrucht. So irgendwie hab ich das im Kopf. Halt, du dürftest zum Beispiel ein Feld mit Gras ansehen, dann 3 Jahre, weil du hast ja dann meistens, weiß nicht, ein Brachland hast ja meistens dann 3 Jahre oder so, oder 4 Jahre, kommt halt drauf an, wie du, wie lange du das halt hast. Und. Ja, ich finde das alles schwachsinnig. Ich finde es teilweise ein bisschen schwachsinnig, was die Politik sich ausdenkt. Das mit Brachland oder was? Nee, generell. Das war jetzt nicht gut. Das ist generell so eine Sache. Ja, es gehört halt ein bisschen geregelt. Du kannst halt nicht allen freie Hand lassen. Das ist. Nein, das will ich auch nicht sagen, aber trotzdem. Aber sie regeln halt teilweise ein bisschen in die falsche Richtung. Ja, auch. Wir haben jetzt ein paar Gesetze gemacht, nur um den Biogas-Leuten eins auszuwischen. Dass, naja, aber. Du musst ja jetzt eine Fruchtfolge machen irgendwie. Okay. Und. Da haben sie ein paar Früchte sozusagen als eine Frucht gemacht, weil die Biogasanlage sonst sozusagen nur diese Früchte dann nehmen würde. Die wollen, dass sie noch andere Früchte mit reinnehmen. Ja, die würden dann, weiß nicht, Zuckerrüben und das nächste Jahr drauf Mais. Und dann wieder Zuckerrüben und wieder Mais. Ja, oder halt hier Tritikale und sowas. Ja, halt alles, was sie sinnvoll benutzen können. Ja. Wie zum Beispiel Sommer und Winter. Glaube ich, also Sommergetreide und Wintergetreide sind, glaube ich, 2 verschiedene Früchte. Okay. Aber dann, was weiß ich, Tritikale und irgendwas Mais anderes. Und Zuckerrüben sind die gleiche Frucht. Ja, so. Ich weiß es aber nicht genau. Okay. Na, ich habe nur gehört, dass du in Deutschland jetzt, dass die Bundesregierung, halt, wenn du jetzt deine Biogasanlage wieder aufgibst, kriegst du Geld. Das ist der größte Witz. Halt, sie haben zuerst gezahlt, dass du welche baust. Ja, und dann. Und jetzt zahlen sie es, dass das abreißt. Als hätten sie zu viel Geld. Ich weiß es aber nicht, ob man dafür Geld bekommt. Das habe ich irgendwo mal gehört. Und ja, da geht es einfach darum, dass sie haben die Gesetze komplett verpasst, manche Sachen. Sie sind einfach mit den Energiepreisen so hochgegangen und dann haben die Investoren auf einmal gesehen, okay, ja, da können wir viel Geld machen.
Ja, machen wir das. Vor allem, es war ja eigentlich, die Idee war ja da, dass die Landwirte sich irgendwo ein anderes Steinbein mit aufbauen können. Ja, aber das, da sie das so lukrativ, die haben das so lukrativ gemacht, dass ganz viele Großunternehmen. Investoren einfach gekommen sind. Sie haben einfach die, ich weiß nicht, du kriegst, scheiße, jetzt bin ich ausgestiegen, du kriegst hast 40, 50 Cent für die Kilowattstunde bekommen. Ja. Und. Das ist einfach aus diesem Fukushima-Dings raus hergekommen. Dass alle auf einmal grüne Energie haben wollen. Nein, ja, aber die Biogasanlagen sind eigentlich älter. Ja, aber die Entwicklung von Biogasanlagen ist viel älter. Nein, aber ich meine jetzt, auch das, dass auch das dieser große Hype darum ist jetzt gekommen. Nein, der war davor auch schon. Der war davor eigentlich. Weil die ganze grüne Energie ist eigentlich. Bei uns ist das circa jetzt. Wie lange ist Fukushima? Ist es schon so lange? Wie lange ist das her? Circa? Das ist erst 3-4 Jahre, oder? Wann? Das ist 2009. Ich habe keine Ahnung. Ja, so lange schon? Doch, ja, 2009. Okay. Bei uns kam der große Hype erst, als Fukushima war. Na, bei uns war es so, dass sie da, weiß nicht. Und jetzt hatten ja auch die ganzen grünen Parteien hochbekommen. Also die Grüne bei uns. Ja, bei uns sind die schon immer da gewesen, aber sagen wir so mit 10% oder sowas. Ja, die haben auf jeden Fall einen ziemlichen Aufschwung da bekommen. Ja, bei uns wären halt gerade die Freiheitlichen, die Blauen, die Rechten. Sind da gerade wieder ein bisschen. Die nehmen gerade den zwei Top-Parteien halt den Schwarzen und den Roten bald das Handtuch weg, so wie es ausschaut. Was gut jetzt sein kann, aber schlecht sein. Wegen IS und sowas oder was? Na, überhaupt schon die letzten Jahre, wegen Einwanderung und gegen die EU und die EU ist schlecht, weißt du. Und ja. Die hetzen halt gegen alles und wahrscheinlich, wenn sie nachher, weil sie schon lange nicht in der Regierung waren und wenn sie nachher in der Regierung sind, können sie auch nichts machen. Blöd genommen. Beziehungsweise werden sie auch nichts ändern. Weil du hast einfach einmal eine Art vor. Jetzt drücke ich jedes Mal den GPS-Mod in die falsche Richtung rein. Ich drücke immer Shift W, da wird diese Steuerung W. Denk mal, wieso hüpft da mal jedes Mal der depperte Tempomat raus? Und ja, die haben da den Urhype bekommen. Die waren unten auf 10% oder sowas schon und sind jetzt fahren jetzt schon auf 25% drauf. Ja. Das ist schon heftig. Ja, aber das ist halt in solchen Hochkommakrisen, kommen solche Parteien, man hat es ja früher schon gesehen einmal, ja. Kommen die nachher eher an die Hochkommamacht als für andere. Und im Endeffekt sind wir in einer großen Krise. Ja. Wir wissen es halt, wir sind vielleicht noch nicht so hundertprozentig drinnen, aber wir sind ja auch nicht betroffen, so. Wir sind schon betroffen, aber nicht so extrem. Ja, wir sind sehr betroffen, nur wissen wir noch nicht, wie wir betroffen sind. Ja. Halt, das kann sich noch sehr viel entwickeln. Das hat jetzt angefangen einmal mit Ukraine, dann IS und das Ende ist noch nicht in Sicht, sagen wir so. Nö. Nee. Und die Geldentwertung hatte schon stattgefunden und findet ja schon statt. Und irgendwann wird es halt noch einmal so einen riesen Kollaps geben und dann wird wieder wer mal probieren, irgendwo was zu putschen. War es ja früher nichts anderes. Ja. Und auch wenn wir offiziell aus der Geschichte gelernt haben, auslernen werden wir nie. Oder hundertprozentig lernen davon. Es wird immer wem gehen, dem die Geschichte nicht so wichtig ist. Oder der sagt, ja, ich mach das anders. Oder ich würde nicht so. Und das ist halt ein bisschen. Ja, ist so, mit dem müssen wir leben. Und wir als normaler Bürger können da, sagen wir so, großartig eh nichts ändern, außer dass wir uns an solche extremen Organisationen nicht anschließen. Aber der Mensch ist halt ein Rudeltier, sagen wir so. Wenn die Mehrheit sagt, mach mit, dann macht der Einzelne nachher auch wieder mit. Der stellt sich nicht, wie war es in der DDR, da haben viele gewusst, dass es scheiße ist und haben sich trotzdem mitgemacht. Ja. Weil sich der Mehrheit einfach nicht stellen wollen. Ja. Wie war es im Zweiten Weltkrieg bei der NSDAP? Da sind auch viele in die Partei gegangen, weil sie gewusst haben, da gehen viele dazu, naja, machen wir auch mit, ist ja egal. Und so läuft das immer wieder ab und mit dem. Ich glaube, da lernt die Menschheit nie, den lernt die Menschheit einfach nie daraus. Weiß ich nicht. Oder auch Griechenland fordert, habe ich zumindest gehört, ziemlich viel Geld jetzt von
Deutschland wegen, wegen dem Zweiten Weltkrieg jetzt noch. Ja, die fordern jetzt immer wieder. Halt. Und das ist sowas von stupide, irgendwas sollte man abschließen. Weil die Deutschen haben eigentlich von der EU am meisten für Griechenland jetzt bezahlt. Ja, irgendwann sollte man mal das Thema abschließen. Und es darf nicht aus den Gedächtnissen raus, aber es darf nicht noch immer wieder gefordert werden und gefordert werden und gefordert werden. Und das ist das ganze Problem einfach jetzt gerade dabei. Was bei den Sachen sind, weil das ist ja mit der IS nichts anderes. Irgendwann werden die auch fordern oder werden wir von denen vielleicht was fordern und dann. Es war ja schon damals so, beim ersten, zum Zweiten Weltkrieg, es wurde einfach extrem viel gefordert. Es wurde gefordert, dass die Flächen zurückgegeben werden, es wurde gefordert, dass das Geld gezahlt wird und so weiter. Und irgendwem hat es halt gereicht und dann haben wir den Zweiten Weltkrieg gehabt. So schaut's aus, aber dass wir das traurige Thema jetzt beenden. Beende ich auch den Bad und wir sehen uns dann morgen wieder beim neuen Bad vom LS13-Projekt. Bis dann, tschüss. Ciao.